Leute, wäre ich Benjamin Blümchen, wärt ihr da draußen meine Zuckerstückchen. Die Benjamin 3 Wochen lang dann nicht anguckt. Das mündliche Abi ist nun auch vorbei, es lief richtig gut und ich habe endlich wieder mehr Zeit, um auf Instagram abonniert zu werden. What? Bro! Ich brauche auf Instagram wirklich langsam mal 3000 Abonnenten, es wird langsam peinlich. Aha! Und so hässlich bin ich nun auch nicht. Kommt schon, bitte. Bitte macht's trotzdem, okay? Ich habe für die mündliche Prüfung übrigens alles über die Rollentheorie und Globalisierung gelernt. Denn Leute, in einem sozialen Gefüge ist jeder von uns in gewisser Weise ein Rollenträger mit verschiedenen Erwartungen an andere Rollen, an andere Rollensegmente, der aber auch Erwartungen erfüllen muss von anderen Rollensegmenten aus. Wenn sich zwei Erwartungen innerhalb des Rollensegments überschneiden, kann es dabei zu Intra-Rollenkonflikten führen. Wenn es allerdings zwischen zwei verschiedenen Rollen geschieht, ist es ein Inter-Rollenkonflikt. Ich weiß auch nicht, worüber ich gerade rede. Susie Graham hat mich übrigens trotz meiner feministischen Missionarsarbeit im letzten Video auf Twitter blockiert. Bruder Heiko Maas, falls du das siehst, ich hoffe, das war kein ironischer Ansatz von Hate Speech und ich komme deswegen nicht ins Twitter-Gefängnis. Susie Grahams Propaganda hat jedoch bei mir Früchte getragen und ich bin jetzt eine feministische Frau geworden. Versteht ihr? Früchte getragen, weil sie halt sich hat die Brust vergrößern lassen oder so. Ich meine, naja. What? Also, warum ist Charlie eine Frau? Lu! Weil er jetzt Like-Girl geworden ist und auf jeden Fall eine Bewertung auf diesem Video sehen will, weil er erstens nach 3 Wochen wieder ein Video macht und weil er eine Frau geworden ist, verdammt. Der Boy ist back. Wie Rücken, das Girl. Damien, Love an dich. Wir spielen übrigens Oldschool Call of Duty, da ich durch die Videos von Solution wieder mega Bock drauf bekommen habe, auf PS3 zu spielen. Ist zwar extrem schwer geworden durch die ganzen Modder und so, aber ich sag mal so, Modder sind sowas wie die Feministen der Gaming-Szene. Aber warum ist Charlie denn jetzt eine Frau? Also, weil... Charlie Wolf jetzt auf Instagram einfach eingeben will, findet mich da keine Sorge. Also, warum ist Charlie denn jetzt eine Frau? Also, ich bin erstens der schlechteste Einparker in der gesamten Menschheitsgeschichte. Ich fahre seit über einem Jahr dasselbe Auto. Ich weiß, es ist an sich nur logisches Denken, aber ein Kollege von mir kann betrunken besser einparken als ich, okay? Das war übrigens der, der sich besoffen auf dieses halbfertige Dach gestellt hat und dann von oben runtergewunken hat und Huhu gesagt hat. Huhu. Ja, und wir waren mal zusammen feiern und ich dann so, nein, ich passe da nicht in diese Parklücke. Es war wirklich die einzige Parklücke in der gesamten Innenstadt. Niemals, niemals. Und er so, ja, lass mich mal den Kran steuern, keine Sorge, ich pack das da ein. Und ich steig aus und er steigt auch aus und als ich ihn sah, dachte ich schon, nein, 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 nein. Aber zack, er packt einfach ein, perfekt. Ich bekomme auf Partys auch immer die absolute Mädchenblase. Alle 10 Minuten muss ich gefühlt pinkeln. Ich sehe jetzt schon die Kommentare, Max, du hast doch Abi gemacht, das liegt an der Alkoholdehydrogenase. Bitch, was für eine Nase, 187. Nein, nein, keine Sorge, Jungs, ich bin kein Assi-Vibe oder so, also ich bin... Ich abonniere mich auf Instagram, ihr seht selbst. Aber das Gute ist, ein Kollege von mir hat das auch mal so extrem mit der Blase und dann gehen wir praktisch immer so zusammen zur Toilette. Ah, Svetlana! Ich bin aber auch für einen Jungen ein relativ einfühlsamer und emotionaler Mensch, kann man sagen. Ja, Svetlana, was hast du jetzt davon, hä? Ich bin einfühlsam. Ich bin... Svetlana! In den Videos wirke ich sicherlich etwas stumpf und die meisten von euch werden sich jetzt sicherlich denken, ah ja, der ist ja ganz nett und lustig dafür, dass er halt behindert ist und scheiße aussieht. Oh, Svetlana, was war das, hä? Hast du nicht mitgerechnet? Oh, Bitch, what? Bitch, dafür auf jeden Fall ein Like, Leute. Ah, ich meine, hinter dieser stumpfen und hässlichen Fassade steckt ein Palast von Gefühlen und Überlegungen. Ich bin wirklich nicht homosexuell, okay, also wirklich. Ich bin eine starke und junge Feministin, aber ich weine bei traurigen Szenen im Film. Boah, ich schwöre, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das ist viel zu heiß, Alter, das ist viel zu heiß. Ah, also falls ihr denkt, die Tiere haben es schlecht oder so, falls ihnen Autos eingesperrt werden jetzt im Sommer. OX Charlie hat es schlimmer, wenn er ein Video produziert. Oh, Bitch, what? Ah! Oh nein, er spielt Stalker auf MP7. Da könnte ich auch weinen. Aber für alle die, die Game of Thrones von euch gesehen haben, die rote Hochzeit oder das Ende von der Folge Hold the Door. Nein, mach das aus! Kann der Typ zaubern? Gib eine Bewertung ab, Boys. Ach ja, und ich feiere Songs von Avril Lavigne. Ich weiß nicht so ganz, ob das jetzt so mädchentechnisch zugeordnet ist, aber ich habe gedacht, das beichte ich jetzt einfach mal mit. Das ist, es tut mir leid, okay? Oh boy, hör auf! Mama, der ärgert mich. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Bro! Oh, Svetlana, was war das? Hä? Hast du nicht mitgerechnet? Ich weiß auch nicht, worüber ich gerade rede. Lu!